Wir haben einen Prozess entwickelt, bei dem aus CO2 und Wasser mithilfe von direkt geheizten Elektroden und daran befestigten Enzymen ein Stoff entwickelt wird, der Methanol heißt. Das ist den meisten bekannt aus der Schule. Und dieses Methanol kann genutzt werden als saisonaler Energiespeicher. Das größte Hindernis war, dass wir keine Erfahrung hatten, wie man einen Reaktor genau baut oder auch, sag ich mal, wie man das halt macht, weil so ein Reaktor, wie wir ihn gebaut haben, der wurde natürlich vorher noch nicht gebaut, weil genau dort drin befindet sich ja unsere Kerntechnologie. Dort sind die beheizten Elektroden drin, ich sage immer so schön, da findet die eigentliche Magie statt. Das heißt für uns, das war schwierig. Wir wussten nicht genau, wie verhalten sich die Materialien, wie genau muss das und das sein. Natürlich, wir haben das alles vorher berechnet, aber wir mussten dann auch feststellen, dass Berechnungen nicht immer der Wahrheit entsprechen. Das war eine Sache, die man da teilweise schmerzlich lernen musste. Das größte Problem ist immer noch, dass man durchaus mehr Geld haben könnte, dass man durchaus mehr Zeit haben könnte, dass man mehr Leute haben könnte, die Ahnung haben, weil das haben wir alles selbst entwickelt. Da gibt es keine Blaupause für. Dieses Willpower Energy Projekt und auch die Willpower Energy Anlage haben sich unsere Leute einfach so überlegt. Und wir hatten dann das Glück, dass diese theoretischen Überlegungen auch sehr gut umgesetzt werden konnten und dann tatsächlich zu einem lauffähigen Produkt geführt haben. Was mir mal gefällt, dass ich nicht nur konstruiere, sondern dass dann auch mal jemand ankommt und sagt, kannst du mal hier rüber schauen, kannst du mal dieses machen? Oder auch gerade, wenn man mal die Möglichkeit hat, zu Events zu gehen und dort zum Beispiel auch das Projekt vorzustellen. Das sind immer auch Sachen, die machen mir persönlich sehr viel Spaß. Dass es halt nicht nur ist, man sitzt im Büro, macht den ganzen Tag eine Sache, sondern man ist auch im Labor draußen, baut die Sachen selber, die man sich vorher überlegt hat. Das finde ich ist sehr, sehr schön. Bei vielen Leuten, die international arbeiten und in Teilzeit arbeiten, ist natürlich wichtig, dass man sich gut abstimmt. Natürlich ist es auch wichtig, dass man irgendwie halbwegs mit der englischen Sprache klarkommt, weil wir ja Kollegen aus 7 verschiedenen Ländern haben, aus Brasilien, aus Sri Lanka hatten wir welche, aus Polen haben wir diverse, aus Indien haben wir auch einige. Und so haben wir eben ein internationales Team, was ein bisschen anstrengend ist manchmal, besonders eben Diskussionen auch verschiedener Art auf Englisch zu führen. Andererseits hilft es uns eben auch sehr, uns in diesem Umfeld zu bewegen. Und wir haben ja auch mit dem europäischen Förderprogramm sowieso sehr viel auf Englisch zu tun. Ne? Also Kommunikation ist alles, aber das ist kein Hexenwerk und das kriegen wir sehr gut hin. Es ist sehr praktisch, dass man auch immer gut, so wie ich auch, Studenten von der Universität Rostock direkt einbinden kann. Das heißt, auch dort viele Studenten hat, die neuen Input geben. Das heißt, die zum Beispiel halt auch ihre Arbeiten dort schreiben, Master, Bachelorarbeiten. Das ist sehr schön. Und natürlich auch, was gerade am Labor das Tolle ist, das liegt in Warnemünde. Das heißt, die Mittagspause am Strand, das kann natürlich gar nichts toppen.